bin Julia, ich befinde mich hier am Lehrstuhl von Professor Dr. Scholz. Hinter mir seht ihr die Darwin-Protonismus-Matrix, die er selbst entwickelt hat. Ich werde euch im Folgenden die Matrix präsentieren und erläutern. Der Darwin-Protonismus ist ein Kunstwort, das sich aus Darwinismus und Opportunismus zusammensetzt. Darwinismus ist die Lehre des Stärkeren. In unserem Wirtschaftsleben lautet die Devise, nur wenige überleben. Diese Devise findet sich nicht nur zwischen Unternehmen wieder, sondern auch zwischen Institutionen, Abteilungen und Mitarbeitern. Der Opportunismus wird oftmals als persönlicher Überlebenswille verstanden. Im Hinblick auf die Wirtschaft versteht man darunter, seine Umwelt zum Aufbau des eigenen Wohlstandes zu nutzen. Man findet ihn in Unternehmen häufig, sobald das eigene Interesse über das des Unternehmens gestellt wird. Frei nach dem Motto, mach es wie alle, suche deine Chance und nutze sie. Die Matrix unterteilt sich in 4 psychologische Verträge. Die gute alte Zeit setzt sich aus niederem Opportunismus und Darwinismus zusammen. Sie beschreibt eine traditionelle Arbeitswelt, in der Loyalität und Sicherheit herrschen. Das Gegenstück dazu ist der Darwin-Protonismus pur, in dem Opportunismus und Darwinismus hoch sind. Er bezeichnet ein offen kommunikatives Zusammentreffen der beiden. Den Akteuren ist aufgrund der offenen Kommunikation gleichermaßen transparent und bewusst, dass sie primär ihren eigenen Nutzen verfolgen, aber den Partner dazu benötigen. Es herrschen wechselseitige Akzeptanz der Priorität und klare Entscheidungskriterien. Im Feudalismus befinden wir uns, wenn Darwinismus hoch und Opportunismus niedrig sind. Hier herrschen die hierarchischen Strukturen mit einer klaren Trennung zwischen oben und unten. Mitarbeiter wissen, dass aufgrund des extremen Überlebenskampfes ihre Bedürfnisse nicht in den Mittelpunkt stehen können, fühlen sich aber trotzdem ihrem Unternehmen gegenüber verbunden. Bei hoch ausgeprägtem Opportunismus und gleichzeitig niedrigem Darwinismus stellt sich das Szenario des Kindergartens ein. Hier stehen die Interessen der Mitarbeiter im Vordergrund, ohne Rücksicht auf das Überleben des Unternehmens. Die Matrix lässt sich in jedem Unternehmen anwenden. Diese 4 psychologischen Verträge spiegeln die Struktur von Unternehmen wider. Nur sollte jedes Unternehmen sich klar und deutlich dazu bekennen, in welcher Zelle es spielt. Nicht selten kommt es vor, dass das Unternehmen nach außen hin darauf bedacht ist, dass es in der Zelle Kindergarten spielt, doch in Wirklichkeit Feudalismus herrscht. Wenn ihr mehr über die einzelnen Zellen erfahren wollt, klickt auf www.orga.tv.